Hallo liebe Freunde der Fahrschule beim AKH. Ich befinde mich hier im winterlichen Mariaalm. Und wir werden jetzt Ketten anlegen müssen, weil ich die Steigung hier nicht mehr der Blase. Zunächst einmal werde ich mein Haupt verhüllen. Übrigens, ich bin Fahrschullehrer aller Klassen, Fahrschulbesitzer, aber in Wien. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht so oft in meinem Leben Ketten angelegt. Das wird also jetzt ein bisschen eine Action werden. Die sind aber so mit Schnellverschluss, geht also relativ, sollte laut Betriebsanleitung relativ zackig gehen. Zunächst einmal empfiehlt es sich herauszufinden, ob wir einen Vorderrad- oder Hinterradantrieb haben. Es ist natürlich besser, die Ketten an den Antriebsrädern anzulegen. Logischerweise bei einem Allrad bitte immer in der Betriebsanleitung nachschauen. Wir haben herausgefunden, es handelt sich hierbei um einen Vorderradantrieb. So. Zunächst werde ich mal die Betriebsanleitung herausnehmen. Das ist sie. So, der. Okay, Montage. Punkt 1. Die Kette gut geordnet vor das Rad legen, das farbige Endstück hinter das Antriebsrad herumführen, beide Ringenden erfassen und auf die Reifenlauffläche hochziehen. Das heißt, zunächst muss ich die Kette mal schön auflegen und so hinter dem Rad verstauen. Also die Ketten waren schon einmal im Betrieb, schauen also entsprechend aus. So, zunächst einmal Ausbeutung. Das ist einmal die halbe Miete, die Ketten einmal gescheit aufzulegen. Ja. Das heißt, das ist das farbige Ende. Das wird jetzt hinter dem Antriebsrad herumgeführt. Zack. Und schön auflegen. Kontrolle auf der Betriebsanleitung. Ja, schaut in etwa so aus wie auf dem Bild. Für Schlussteile wie Bildausschnitt einhängen und geschlossenen Seilring auf die Reifenlauffläche legen. Und auf die Reifenlauffläche. Na gut. Schaut jetzt noch etwas komisch aus. Das Endglied der Außenkette in den farbigen Haken einhängen. Seilring über die Lauffläche nach hinten schieben, bis der Seilring in der Mitte der Reifenflanke zu liegen kommt. Das Endglied der Außenkette in den farbigen Haken einhängen. What? Das Endglied in den farbigen Arkhaken einhängen. Aber noch eins. Also das schaut nicht gut aus. Oh no! Okay. In der
Mitte der Reifen Lauffläche zu liegen kommt. Das schaut hier ein bisschen anders aus wie bei mir gerade. Die farbige Öse in den farbigen Haken einhängen. Spannkette erfassen, kräftig anziehen, durch die farbige Durchziehung führen. Verwahrungshaken unter leichter Spannung in der Außenkette einhängen. Nach wenigen Radumdrehungen, na, so weit sind wir noch nicht. Also im Prinzip in 4 Schritten ist es getan. Nein. Wahrscheinlich war das Rampenfieber. Aber wir haben hier bereits Ketten angelegt. Schaut gar nicht so schlecht aus. Wir werden es jetzt auf den. Ja, wir werden es dann sehen. Wir machen das jetzt auf der anderen Seite gleich nochmal. Ich schaue mir noch einmal zum Vergleich drüben an. Jump, jump, jump und dann da irgendwo eingehängt. Hier schaut aber eh ähnlich aus. Na gut, schaut jetzt nicht super professionell aus, aber ich glaube fürs Erste sollte das einmal reichen. Also ihr seht, Ketten anlegen ist überhaupt keine Hexerei. Vor allem bei guten Temperaturen kann man das ganz entspannt anlegen. Man sollte halt in Wirklichkeit immer zuerst einmal zu Hause in einer Garage bei Licht und Trockenheit üben, damit man dann nicht so wie wir hier im Schneefall auf einer Steigung stehen und uns damit abmühen, weil es ist halt wirklich so, wenn man das nicht so oft macht, kann man es natürlich auch nicht so gut, so wie alles im Leben. Okay, ich hoffe, es hat euch der Beitrag gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen über Schneeketten anlegen bzw. Fahren bei winterlichen Fahrverhältnissen auf meinen Social Media Kanälen hinterlassen würdet. So, jetzt auch am Ketten anlegen, ein paar Kilometer fahren und dann nachziehen nicht vergessen.